Launige Anträge der Kompanien, einstimmige Beschlüsse und stabile Beiträge. Erneut verlief die Generalversammlung der Wildeshauser Schützengilde harmonisch. Insgesamt 282 Gildebrüder hatten sich in der Wiedekindhalle eingefunden, um über Daten und Fakten zu beraten. Oberstleutnant Andreas Tangemann, der Adjutant des Oberst, zog eine positive Bilanz des zurückliegenden Gildefestes. Alle seien sehr zufrieden gewesen. Allerdings gebe es Verbesserungsbedarf. Der Handwerkermarkt soll attraktiver, die Beschallung auf der Burgwiese und in der Innenstadt verbessert und der Festmittwoch gestärkt werden. Getreu dem Motto Stillstand bedeutet Rückschritt, müsse sich die Gilde Gedanken machen, wie sie sich zukünftig aufstelle. Einige Veränderungen gibt es bereits beim nächsten Gildefest. Der Kindertanz wird von Mittwoch auf Montag verlegt. Wie erwartet wurde einstimmig beschlossen, auch 2018 wieder Gildefest zu feiern. Traditionell endete die Veranstaltung mit dem Absingen des Wildeshauser Liedes.